Wir haben unseren Pepper bekleben lassen. Jetzt haben wir ab sofort unser Logo hinten auf der Rückseite. Wie das Ganze gemacht wurde, durften wir für euch mit der Kamera begleiten. Wir haben für den Aufkleber die Rückseite gewählt, da hier eine große Fläche ist, wo sonst nichts wäre. Zuerst einmal, damit der Aufkleber besser haftet, muss die Rückseite gesäubert werden. Grob dran, aber ihr wolltet das ja so weit wie möglich unten rein haben, noch tiefer, oder? Genau, aber wir sollten möglichst tief gehen, damit alles möglichst tief runter geht. Ja, da können wir ja noch ein Tickchen weiter. Soll ich irgendwas machen, oder? Ich lasse den jetzt einfach sacken und dann wird eh noch messen. Ist dann noch nicht das endgültige Ergebnis dann. Wenn du jetzt mal unten eben einmal guckst. Gleich nochmal eben hier unten wieder rein. Dann bist du der normalerweise. Es gibt zwei Möglichkeiten der Verklebung. Einmal die Trockenverklebung, so wie wir das jetzt hier machen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Nassverklebung zu machen. Nassverklebung heißt, ich nehme einfach Wasser oder ein destilliertes Wasser und mach da ein bisschen Spüli rein und setzt das Ganze nass auf, hat den Vorteil, dass es nicht sofort klebt, sondern ich kann auch noch verschieben, wenn es nass ist. Hat den Nachteil, dass es einfach länger dauert, bis die Folie ihre endgültige Haftkraft kriegt. Und beim Trockenverkleben ist es einfach so, dass ihr direkt danach schon waschen könnt. Ne? So, die Folie selber braucht noch mindestens 24 Stunden, um ihre endgültige Haftkraft zu kriegen, aber die Anfangshaftung ist einfach viel höher. Ja, genau, und das ist jetzt die Trockenverklebung und das muss man auch nicht so ein großes Stück in eins verkleben, sondern wir machen da mehrere kleine raus. Deswegen arbeiten wir über ein sogenanntes Scharnier. Ne? Also das Kreppband, was ich jetzt hier oben gesetzt habe, nennt sich Scharnier. Und jetzt kann ich den großen Aufkleber eigentlich immer da, wo Lücken sind, schneiden. Könnte ich hier anfangen zu schneiden, gehe dazwischen und habe schon einen viel kleineren Aufkleber. Genauso kann ich hier anfangen zu schneiden und habe da noch mal einen kleinen Aufkleber und hier noch mal noch einen kleineren Aufkleber. So habe ich drei Stücke und muss das Ganze in eins draufkleben. Ja, eigentlich ganz easy. Wichtig ist, dass man das richtige Werkzeug hat, sprich ein Rakel. Und dass man entsprechend Druck ausübt beim Anrakeln. Und die Führung des Rakels ist eigentlich auch immer wichtig, so dass man die Luft, die da drunter ist, immer so im Winkel verschieben kann. Ne, dass man die rausschiebt. Wenn ich jetzt zurückgehe, würde ich jetzt so zurückgehen. Ne? So, und ja, das wäre eigentlich schon mal so die grobe Erklärung zum Verkleben. Und den Rest wird man ja gleich sehen. So. Jetzt haben wir diese drei Stücke. Hier oben die schwarzen Streifen gehören also nicht zu dem ganzen Aufkleber, sondern der dient eigentlich nur dafür, dass wir das einmessen können. Das machen wir anhand dieses schwarzen Streifens, weil die Buchstabenhöhe ja immer unterschiedlich ist. So, und jetzt haben wir hier einmal eine schöne Kante oben, wonach wir dann entsprechend einmessen können. Das ist eigentlich wichtig. Genau das gleiche haben wir hier unten. Und ja. Und die werden hinterher wieder abgezogen. Was ich jetzt mache, dass ich den direkt anliegenden Teil einfach nach oben eben kurz ganz bisschen festklebe, hat jetzt den Vorteil, wenn ich jetzt gleich rakel, dass ich hier nicht gegen die Kante stoße. Und genau. Und jetzt geht es eigentlich los mit der Vorarbeit. Jetzt wird alles noch mal einmal angedrückt.
damit das Übertragungstape, was jetzt hier oberflächlich drauf ist, entsprechend die Folie auch gleich aufnehmen kann. So. Das Ganze besteht aus eigentlich drei Schichten. Das ist das Trägerpapier, dann kommt die Folie und hier oben auf ist das Übertragungstape. So, ich fange jetzt immer an im Scharnier, ziehe da das Papier, lege das ein bisschen nach unten und kann direkt sehen, dass die Folie überall am Übertragungstape kleben bleibt. Falls das mal sein sollte, dass sich da was nicht vom Papier löst, kann man auch noch mal eben nachdrücken. Mit einer Hand drunter, mit der anderen Hand dann oben doch mal ein bisschen drauf drücken. Aber so löst sich alles ab. Jetzt haben wir Restpapier hier unten noch. Das lasse ich immer stehen. Ein Stück Restpapier, dann haben wir den Vorteil, dass das Papier, was jetzt noch da ist, uns ein bisschen Stabilität in diese Fläche bringt, so dass das nicht so schlabberig hängt. Und dann fängt man oben eigentlich an. Macht sich erstmal eine Basis mit dem Rakel. Und dann wird weiter nach unten gerakelt. Wichtig ist, dass man entsprechend Druck aufbaut. Man sagt eigentlich immer, so auf dem Rakel sollten so 5-6 Kilo liegen an Druck. Überlappend arbeiten. Dran. Ziehe ein bisschen Papier runter. Ich lasse noch ein bisschen Papier stehen. Ich nehme das Papier ganz runter. Schon dran. Jetzt nehmen wir schon mal unsere Passmarke weg. So, der Effekt, den wir jetzt haben mit dem Übertragungstape zu der Folie, ist, dass die Folie eine sehr viel stärkere Klebkraft hat als das Übertragungstape. Fange ich jetzt also an, das Übertragungstape zu ziehen. Löst sich jetzt das Übertragungstape und die schwarze Folie klebt viel stärker und bleibt jetzt da, wo sie soll, nämlich auf dem Fahrzeug. Das ist der ganze Effekt dabei.
wichtig ist, dass wir es über 180 Grad runterziehen. Das heißt über so eine ziemlich scharfe Kante. Dann ist die Gefahr auch nicht so groß, dass sich wieder was ablöst, als wenn ich es jetzt so ziehen würde. Ne? Gehen tut es auch, aber so haben wir die Sicherheit, dass sich da jetzt so nichts ablöst. Der erste Bereich. Das gleiche, erstmal wieder festrakeln, dass das Übertragungstape wieder gut auf dem Folienschnitt ist. Hier an, das Papier zu ziehen. So, das reicht schon, können wir oben anfangen. Hier wieder ziehen. Und immer wenn wir ein bisschen Papier noch stehen lassen, gibt uns das in diesem Übertragungstape noch eine gewisse Stabilität. So, jetzt nehmen wir das Papier ganz weg. Hier kann man das Übertragungstape direkt wieder ziehen. Das darf man natürlich bei der Nassverklebung noch nicht machen. Da dauert das, bis die Folie so haftet, dass das Tape gezogen werden kann. Ansonsten wird die Folie jetzt wieder mit abgehen, die eigentlich ja auf dem Fahrzeug bleiben soll. Damit der Winkel jetzt nicht ganz so spitz ist, ein bisschen flacher wird, ziehen wir jetzt noch ein bisschen Papier.